Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Let's Play Curve Fever oder Fever. Oh mein Gott, war das schlecht. Ich hoffe, ich nehme auf. Ja, das tue ich. Ich kann keinen Vollbildmodus machen. Egal. Dann müssen wir damit so spielen. Was das Problem sein könnte. Oh Gott, das war. Ich mache mal kurz den Sound etwas lauter. Was hat das Ding gemacht? Hey! Oh nein, ich bin aus dem Spiel geklickt. Hi! Ich hoffe, er nimmt dich das falsch auf. Nee, kann er ja gar nicht. So. Ich habe das Spiel noch nicht oft gespielt. Ach man. Quasi überhaupt nicht. Ja. Aber wir machen mal das Beste draus, würde ich sagen. Alter, das war so dämlich. Das war so dämlich. Das war so dämlich. Oh Mann, das war richtig dämlich. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, der Mauszeiger liegt ein bisschen. Hoppla, Entschuldigung, liegt der. Wow. Oh mein Gott, war das schlecht. Listen to Curve Radio. Yeah, it's hilarious, seriously. But first, we are going to listen to the song Casanova. I like this song. It's an old song, Aha, but I es gibt really ein like it. Curve Radio. You Sehr should like it interessant. too. Go to curveradio.com to send me a request or a message, a cute message. It doesn't matter. Yeah, you can also Ding, join me das in the Curve Radio chats. Enjoy! Da. Ich hoffe, das hat kein GEMA-Recht. Dann plapper ich einfach weiter. Dann hat es schon kein GEMA-Recht. Bla 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 bla. Ich mach's einfach aus. Das ist eh Grütze. Wieso gibt es ein Curve Radio? Scheiße, ich hätte Radierer nehmen müssen. I have gewonnen. Oh, ich habe keine Chance mehr, sehe ich gerade. Kaitama. So, mit der Darstellung auch mit Soundeffekte aus. Mein. Du kriegst mich nicht weggedrängelt, du Spasti.
Und verloren. Boah, ich hätte aber noch viel Platz gehabt zum Fahren. Ich find's gut, dass es hier Hintergrundmusik gibt. Muss ich keine einfügen oder irgendwie was laufen lassen. Ich lass laufen. Ich dachte, ich fahre noch im Kreis. Oh shit. Scheiße. Okay. Dann restarte den Scheiß mal. GG. Toll, das denn? Ich dachte, restartet. Komm, restarte schnell. Okay, fertig. Bing. Ich bin rot. Interesting. Grün gefiel mir lieber. Bitte. Nein, oh, es war so dumm von mir. Es war so dumm. Oh man. What soll I do? Oh. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Wenigstens die Musik cool. Übrigens für dumme Flash-Games, also nicht sowas, das ist ja cool. Aber ganz dumme Flash-Games könnt ihr mir mal... Boah, das war dumm, aber ich hätte fast noch gewonnen. Ganz dumme Flash-Games könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal so richtig, einen richtig verkrüppelten Autosimulator oder so irgendwas findet. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Falls ihr die Videos noch nicht gesehen habt. Bei meinem Vater ein paar aufgenommen. Die waren schon ziemlich scheiße. Nein, Gewichtsklasse. So. Ich wollte noch meine Emotion zum Ausdruck bringen. Da steht Holzfäller, falls ihr es nicht lesen könnt. Ich hatte nicht mehr viel Chance. Oh, ich bin Zweiter, sehe ich gerade. Okay. Dritter. Voll gut. Hey, ich fahr durch euch durch. Ist das nicht Töfte? Also ich tinke schon. Also ich tinke das Constructe schon. Boah, Steuerung vertauscht. Wenn ich das nicht gewinne, dann habe ich verloren, ne? Boah, da hatte ich aber echt Glück mit Items. Items, nicht Items. Items. Nee, das kann man schon als Glück betiteln. Schon wieder die Maus. Dummkopfmaus. Wieso kann man nicht rückwärts fahren? Rückwärts. Rückwärts. Holy Molly. Holy Molly hat er geschrieben. Was soll das bedeuten? Ich weiß nicht. Holy Molly. Ne? Jetzt bin ich mal verpackt da oben. Kann man sich die Musik downloaden? Das wäre echt krass nice. Stimmt, ich wollte mal gucken, ob man sich die K-Mechanik Simulator Musik downloaden kann.
Boah. Oh, ich hätte noch einige Zeiten überlebt. Da hätte ich erst gestorben, Alter. Mein Deutsch, da wäre ich erst gestorben. Gesterbt am besten. Radiation machen. Ich habe mich schneller gemacht. Oh nein, das ist gefährlich. Boah, ich will diesen Dreher haben. Oh nein, mir hat jemand einen Dreher gegeben. Andrea. Das Problem ist, wenn so viele mitspielen, dann weiß man gar nicht. Boah, ich war Zweiter. Dann weiß man gar nicht, wer was einsammelt. Das ist ein bisschen verwirrend immer. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann spielen wir was anderes. Tschüss.